So, liebe Leute, willkommen zum Eisbruder Cup. Na? Der Weihnachtsruhe 2022. Und diesen beginnen wir mit Daisy und ihrem roten Apfel. Ne? Also hier das Fahrzeug. Ne? Ja. Und vor uns ist riesige Rosalina gewesen. Ja, der Eisbruder-Cup, ne? Eiskalt hier. Eiskalt über Daisy. Und dann Apfel. So. Zack, wie gesagt, der Pinguin. Na? Ja, um mal zurückzukommen zum Thema. Ne? Jetzt haben sie auch gesagt gehabt, dass, boah, aber gestern auch vorgestern habe ich gehört, durch meinen Vater, der wusste immer alles, dass in Amerika, das ist irgendwie 45 Grad minus oder so. Denke ich mir auch wieder, wie kann das sein? Jahre 2022 das berichtet und vorher nicht großartig. Na? Heute rein schon zu dünn. Warum ausgerechnet so groß publik gemacht? Vor allem haben wir jetzt auch unseren Augen. Wow. Die arme Daisy mit ihrem Apfelmensch. Vor allem haben wir jetzt auch unseren Onkel Joe dran. Ne? Und Onkel Joe Biden, der wird auch nicht ganz rein sein. Das sagen wir mal so. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber im Moment wird er versucht mit allen, wie gesagt, mit allen Mitteln. Ne? Das ist Wahnsinn, was hier im Moment los ist. Es wird irgendwie versucht, die ganze Demokratie, weiß nicht, von den Leuten über einen Haufen zu werfen, indem man wieder Sachen erfindet und versucht, die Leute aufeinander zu hetzen, sozusagen. Ja? Und wie gesagt, versucht euch davon abzulenken von dem ganzen Thema. Ja? Ja. Versucht so wenig wie möglich darüber zu aggressiv zu werden. Das ist schwer, wie gesagt. Aber das Problem ist, wie gesagt, versuchen, meiner Meinung nach, die Demokratie zu vernichten. Die verschiedenen Leute. Deren Hiobsbotschaften sozusagen. Und sozusagen, dass sie sich irgendwas da aufsetzen. Ja. Das ist zwar traurig, aber meiner Meinung nach so. So. Und das Weihnachten. Ne? Wirklich traurig. Dann sagen sie immer, boah,
mir das als irgendwas gut, ist er an Schuld und was weiß ich, die Rechten sind daran schuld und die Reichsbürger und die Schwerdenker und alles, ne? Sagen wir mal. Also meiner Meinung nach, ich finde diesen Krieg gegen die Ukraine, ne? Weil Russland viel zu mächtig ist. Das kann das 50 Jahre dauern. Und doll ist die richtige Regierung, wenn die Sanktionen gegen Russland aufheben würde, ne, dann würde es Deutschland auch besser gehen. Aber irgendwie immer einen Sündenbock suchen für irgendwas. Das ist dann auch der falsche Weg. Ne? Wie gesagt, ich bin kein Russland-Freund. Aber ich verurteile Russland auch nicht großartig. Ne? Weil ich weiß auch nicht wirklich, was wirklich da los ist. Ne? Die einen berichten davon, die anderen berichten davon. Und meiner Meinung nach ist das wirklich vieles Propaganda und wer weiß, ob Kiew wirklich zerstört wird oder so von Putin. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Deswegen, also ich halte mich, ich finde, dass irgendwie ein Sündenbock gesucht wird, um von der Situation, wie gesagt, von der eigentlichen Situation abzulenken. So, jetzt muss ich mal gucken, Polarparcours. Nochmal Daisy im Weihnachtskostüm und hier mal ein Schokoladen hier, ne? Schokomakronchen mit dem wunderschönen Glöckchen hier, ne? Überblocken. Ne? Ich finde es zwar scheiße, was Putin macht, wie gesagt. Ne? Aber wenn unsere Regierung die Sanktionen aufheben würde, weil die haben das ja alles verursacht, sozusagen. Die haben gesagt, wir machen das und das und das und wir machen das und das und das. Aber immer, wenn es nicht irgendein Sündenbock gibt, auf jeden Fall, und auf den Wunder hat. Den Leuten auch so vermittelt. Ne? Die Regierung ist klasse, ach, wir sind super, wir machen alles für euch. Ne? Wie gesagt, wenn das stimmt mit dem Russland gerade, dass der Putin alles zerstört und so, und das finde ich auch nicht, das finde ich dann auch scheiße, das finde ich total scheiße. Auch hassen dafür, ne? Aber viele sagen auch, wie gesagt, dass das alles Propaganda ist. Und man weiß nur, was man nicht glauben soll. Wie gesagt, wir dauern irgendwelcher, wir sind irgendeine Suche, das ist etwas ganz gut ist. Ne? Da sind immer andere Leute. Andere sind immer schuld. Aber die Politik macht alles richtig. Wir machen alles richtig. Wie gesagt, wenn die Sanktionen gegen Russland aufheben würden, würde es Deutschland auch besser gehen. Manche haben das ja schon getan, wie Holland oder so, ne? Die haben ja schon gesagt, okay, wir, da bringt nichts mehr, wir geben unsere Aktion auf. Aber solange die sich dann daran festhalten,
ist Russland immer schuld sein. Mit deren, vielleicht auch, gibt es auch vielleicht noch die Leute beschuldigen. So. Naja, um wir das Thema nicht weiter vertiefen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was wirklich da abgeht. Aber meiner Meinung nach ist halt viel Propaganda und es wird viel auf Russland umgehackt, sozusagen. Ja, wenn der Putin das wirklich gemacht haben sollte, alles, dann verurteile ich ihn wirklich zum tiefsten. Aber was ich im Moment höre, kann ich mir, weiß ich nicht, ob der wirklich sowas macht. Und ja. Nehmen wir den nächsten Cup, den Lucky Cup. Bis gleich.